Die Grobstofflichkeit, Feinstofflichkeit und die Strahlungen. Wenn ich nun die Grobstofflichkeit vor uns habe, dann wissen wir ja, von was wir reden, dass wir dieses und jenes alles sehen können, was grobstofflich sich bewegt. Wir haben also ein Raum-Zeit-Gefühl von 1 bis 24 Stunden. Es ist begrenzt und es gibt immer ein Wiederkehren dieser Kräfte. Das ist die Grobstofflichkeit. Dann gibt es die Feinstofflichkeit. Das ist nicht eine feinere Art der Grobstofflichkeit, sondern es ist die Feinstofflichkeit eine Art für sich. Sie ist und hat ein eigenes Zeitgefühl. Es ist nicht dasselbe Zeitgefühl, was wir hier haben auf dem grobstofflichen Erdendasein, denn das Feinstoffliche hat eine andere Gangart, eine andere Bewegung. Sie hat ein anderes Raum-Zeit-Gefühl. Auch sind im Feinstofflichen Farben erkennbar, die dann wie Töne wir vernehmen können. Also nicht sind erst Töne da, sondern zuerst ist die Farbe da, was wir aufnehmen und empfinden. Durch diese Farben entstehen dann Töne, die wir dann vernehmen können, sogar im Grobstofflichen. Das ist aber ein Übergang, der vom Wesenhaften dann geführt und geleitet wird. Das kommt nicht einfach so. Denn sind diese zwei Abteilungen tatsächlich zwei Abteilungen, das Grobstoffliche und das Feinstoffliche. Empfinden wir nun Farben durch reinste Empfindung, indem wir in den Himmel schauen, indem wir etwas durch unsere Gedanken beobachten, empfinden wir nun also Farben, dann kommt es aus dem Feinstofflichen. Durch die Empfindung wird es sichtbar und es wird bei dem einen oder anderen sogar sichtbar werden in Tönen, Klängen. Ja. Dann die Strahlungen. Die Strahlungen durchglühen alles. Die Strahlungen aus dem Geistigen durchglühen alle Schichten. Ich habe nun jetzt vom Grobstofflichen geredet. Dann gibt es ja auch noch das grobe Feinstoffliche. Da kommen wir langsam in das Feinstoffliche. Und auch im Feinstofflichen gibt es verschiedene Ebenen, die durchdrungen sind vom Wesenhaften. Vom Wesenhaften arbeiten, darin und weben und wogen. Es ist ein Weben und Wogen im Wesenhaften, des Feinstofflichen. Dadurch werden wir dies und jenes sichtbar bekommen durch das Wesenhafte. Ohne das würde es kein Leben geben, kein Durchdringen von allem Leben, was wir hier sehen. Denn das Wesenhafte durchdringt alles. Das Wesenhafte ist überhaupt die Strahlung, die es ausmacht, die es lebendig macht. Und diese Strahlungen sind sogar über Heilmagnetismus zu erfahren. Die Strahlungen sind auch über die Astrologie zu erfahren, wenn derjenige sehr fein darin forscht. Ja, kann darin ganz vieles sehen aus den Sternen und deren Strahlungen auf die Menschheit, aber auch rückwirkend vom Menschen aus, rückwirkend in die Strahlungen der Sterne. Es ist alles Strahlung, was dem Menschen noch unsichtbar erscheint, also im Feinstofflichen sich bewegt, weil es eine andere Art ist, aber kann darüber hinausgehen. Er kann die Brücke schlagen
ins Feinstoffliche, ganz schnell und wieder zurück. Der Mensch ist bewusst im Geiste und er vermag das. Oft hat er einen Strahlungsvorgang, der er vielleicht sieht, den er empfindet. Und er sieht Farben. Und erst aus diesen Farben heraus entstehen Töne. Sogar Worte können daraus entstehen und denen folgt er dann. Der Forscher nimmt sie auf, begutachtet sie, teilt sie ein, wiegt ab und er wird sehen, wie es ineinander fügt, wie der Mensch, der es braucht, denn die Strahlungen, die braucht der Mensch, sei es in grünen Tönen, blauen Tönen, orangen Tönen und so weiter. Der Mensch braucht also diese Töne, diese Strahlungen. Wir brauchen nicht nur das Sonnenlicht, das uns erwärmt und glückselig macht und gut ist für unseren Körper. Wir brauchen auch die Strahlungen aus dem All. Es sind feinstoffliche Strahlungen, die uns treffen. Wir brauchen die. Es gibt uns Nahrung im Geist. Der Geist wird genährt durch diese Strahlungen. Natürlich ist das noch keine Garantie, um hinaufzugelangen in die geistigen Gefilde. Garantie gibt es erst, wenn der Mensch in Reue, in der Erkenntnis seines Geistes bewusst aufwärts schaut und dann auch diesen Strahlungen folgt. Ja, es sind eigentlich dann nur noch Strahlungen, denen er folgt. Und sind es auch Vorgaben auf der Erde, grobstofflich, aber es sind im Grunde, in der Ursache, alles dessen Strahlungen. Es folgt ein Ahnen, ein sich einfügen, sich ja, in der Erkenntnis, sich so ausdrücken, dass er diesem Strahlungsvorgang folgt und es kommt einen Ahnen von der Größe Gottes, von seiner Kraft und Herrlichkeit. Und begibt er sich auf diesen Weg, dann sieht er weit weg, in etwas weiterer Entfernung, sieht er dann den Sieg. Er sieht, er kann nun Schritt für Schritt diesem folgen und dahin gelangen, damit er siegt. Gleich wer er ist er auf dem Weg, dann kann ihm nichts mehr fehlleiten. Er ist auf dem Weg. Soweit zum Strahlungsvorgang, den wir hier auf der Erde empfinden können. Wenn wir das empfinden, diesen Strahlungsvorgang, dann haben wir darin zu tun. Wir können den nicht einfach weglegen, auf die Seite schieben, denn wir wurden gerufen, diesem Strahlungsvorgange zu folgen. Gleich wer wir sind, der einfache Mann oder der Therapeut, der Arzt oder ein Psychologe, spielt keine Rolle. Er muss und soll diesem Strahlungsvorgange folgen. Tut er das nicht, werden diese Fäden, diese wunderbaren Strahlungsfäden in das All und rückwirkend auf ihn abfallen. Sie werden verkümmern. Sie werden auf einmal nicht mehr sein. Und dann braucht es 10-mal mehr Energie und Kraft, wieder dahin zu kommen. Bedenkt das, was euch geschenkt wird, jetzt, da müsst ihr wirken. Ja, sonst verkümmert es eure Gabe. Denn es ist eine Gabe, die uns nun heute geschenkt wird,
im vollen Ganzen, weil es braucht nun diese 144.000 Menschen, die wirklich stehen, wie ein Fels. Leuchttürme gleich, erstrahlen und allen Suchenden die Hilfeleistung geben für den nächsten Schritt. So soll es sein. Und so ist dieser Strahlungsvorgang im Grobstofflichen sowie im Feinstofflichen ein Strahlungsvorgang, der an Raum und Zeit gebunden ist in ihren Ebenen. Und trotzdem kann der Mensch dahin gelangen und zurück, denn er hat Geist, der Mensch, im Innern, und der führt ihn in alle Schichten hindurch, wenn er will, in alle Ebenen. Er hat es in der Hand, der Mensch, und das befreit ihn von allem. Es gibt ihm Frieden und die Kraft und Zuversicht. Tja, das wünsche ich euch. Kraft und Zuversicht. Markus Bösch.